Всех, кого еще не поприветствовал, приветствую. Как хорошо, когда знаем, что Бог нас любит, да? Wie wunderbar es ist, wenn wir wissen, dass Gott uns liebt. И сегодня моя тема называется «Надежда». Und heute mein Thema heißt Hoffnung. Кто слыхал уже это слово? Wer hat schon von diesem Wort gehört? Пару людей слыхали. Einige Leute haben schon davon gehört. Я взял это слово из одного стиха. Это 13 глава Коринфянам, 1 Коринфянам, 12-13 стих. Стоит в 13 стиху. Und somit habe ich meine erste Bibelstelle, 1. Korinther, 13. Kapitel, 12. und 13. Vers. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Wort. Denn, aber von Angesicht zu Angesicht, jetzt erkenne ich es stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. А теперь пребывают эти три. Вера, надежда, любовь. И любовь из них больше. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. И вот тут написано, я как бы, как стекло, через стекло, так гадательно. Wie durch ein Glas, irgendwie so leicht oder schwer zu erraten. И вот три вещи называются, я хочу взять, и надежда. Теперь надежда. Und somit ist die Hoffnung jetzt. Я вижу там что-то. Ich sehe etwas. Но не вижу что. Aber ich kann das doch nicht erkennen. Я надеюсь, это, наверное, то, что мне нужно. Und ich sehe diese Hoffnung, vielleicht genau das, was ich brauche. Какое место у тебя вообще занимает жизнь, надежда? Welchen Stellenwert hat bei dir überhaupt das Wort Hoffnung in deinem Leben? Смотрите, тут мы говорим три вещи, и как бы они главные из них, надежда занимает высокий или высокий вес. Wir haben diese drei Dinge genannt und Hoffnung hat einen sehr hohen Stellenwert. Или три вещи называются среди веры. Представьте, вера – это какое большое, великое дело. Und Glaube, das ist etwas, was Großartiges ist. Например, люди не верят, что есть Бог. Menschen glauben manchmal nicht, dass ein Gott existiert. А я верю. Aber ich glaube. Мы знаем, какую роль играет любовь. Wir wissen, welche große Rolle Liebe spielt. Кто может без любви даже семью построить? Wer kann überhaupt ohne Liebe so auskommen? Даже семью не построить. Man kann auch nicht mal eine Familie darauf gründen oder bauen ohne Liebe. И среди этих слов надежда. Und zwischen diesen Worten sehen wir auch das Wort Hoffnung. Какое место занимает в твоей жизни надежда? Und somit welchen Stellenwert hat eigentlich Hoffnung in deinem Leben? Вы знаете, когда мужчины крутят машину, ключ, это гайку. Wie zum Beispiel, wenn Männer versuchen, Schraube anzudrehen. И у них они не смогут открутить этот гайку, заржавела. Und manchmal gelingt es nicht immer loszudrehen, weil es vielleicht verrostet ist. И он говорит, вот был бы у меня молоток. Я бы, может быть, открутил бы. Und die wünschen sich und sagen sich, wenn ich doch einen Hammer hätte. И у него молоток становится надеждой. Und somit setzt die ganze Hoffnung in den Hammer. У него ничего нету, чтобы открутить его. Но где бы достать молоток? Der hat nichts anderes jetzt in seinen Händen und somit der ganze Hoffnung setzt auf den Hammer. И Бог нас учит. Где бы мне взять надежду? Я даже не знал, что такое слово есть. Und somit lehrt uns gut Gott, dass wir auf Hoffnung wirklich viel setzen müssen. Und was ist eigentlich Hoffnung? Можем что-нибудь с надеждой начать? Kann man etwas ohne Hoffnung anfangen? Ценю я, что есть такое чувство, ощущение, надежда. Не услышал еще раз. Ценю ли я, что есть also. Такое ощущение или чувство, надежда? Schätze ich überhaupt dieses Wort Hoffnung oder was damit zusammenhängt. Или я с этим вообще ничего начать не могу. Oder kann ich mit dem Wort überhaupt nichts anfangen? Вот, например, вот мне сейчас машина нужна. Jetzt zur Zeit habe ich große Not, ich brauche ein Auto. У меня ноль денег. Ich habe auch kein Geld. Но машина у меня будет. Aber ich weiß ganz genau, ich werde ein Auto besitzen. Как я машину куплю? Wie werde ich ein Auto überhaupt kaufen können? Через надежду. Durch Hoffnung. Вот у тебя нет денег, нужна машина. Сколько денег у тебя эта надежда обозначает?
Wir brauchen ja Geld dafür. Und wie viel Geld ist dieses deine Hoffnung überhaupt wert? Например, машина стоит 10, которую ты хочешь, тысяч. Zum Beispiel ein Auto kostet 10.000 Euro. И ты бы сказал, у меня против, кроме надежды ничего нету. Und du kannst vielleicht sagen, außer Hoffnung besitze ich nichts. Сколько у тебя будет надежда? 1 тысяча, 5 тысяч или все 10 тысяч? Wie viel Wert hat deine Hoffnung? 1.000 Euro, 2.000 Euro? Вот денег нет, и ты скажешь, не, я вообще машину купить не могу, у меня нет денег. Oder vielleicht sagst du, ich habe gar kein Geld, deswegen kann ich überhaupt gar kein Auto kaufen. Значит, надежда в твоей жизни занимает 0%. Ее не существует. Hat deine Hoffnung ziemlich wenig Gewicht in deinem Leben. Aber auch тут называют среди таких великих, больших вещей любовь, и это надежда. Und auch zwischen diesen beiden großen Begriffen wie Glaube und Liebe ist noch Hoffnung mit dabei. Und wenn du doch dieses Auto eigentlich irgendwie erlangen sollst oder bekommen sollst, aber kein Geld hast. Und Gott will uns noch erreichen eigentlich. Der braucht, dass wir diese Hoffnung besitzen, damit er mit uns arbeiten kann. Da, im Moment, она у тебя ноль. Ты даже не знаешь, что есть такое, ощущение, такая... такая вещь между мной и тобой. Obwohl du nicht weißt, was zwischen Gott und dir etwas existiert. Написано, Бога никто никогда не видел. Es steht geschrieben, Gott hat keiner jemals gesehen. И одна нить, которая нас связывает, это надежда. Und diese, dieser Seil, der uns verbindet eigentlich mit Gott, das ist diese Hoffnung. А я и не знал, что есть такая нить. Und ich wusste gar nicht, dass so eine Verbindung, so ein Seil existiert. Я ею никогда не пользовался. Ich habe niemals irgendwie das gebraucht. А может быть, я верю, вот за 10 тысяч нужна мне машина, но 3 я как-то соберу, за 3 куплю. Vielleicht besitze ich nicht Hoffnung, für 10.000 Euro ein Auto zu bekommen, aber vielleicht für 3.000 kriege ich das. Хоть у меня денег нет. Auch wenn ich gar kein Geld habe. Значит, я вот чуть-чуть надежда есть. Dann habe ich schon gewisse Hoffnung. Значит, ты знаешь, что это такое уже. Dann weißt du schon ungefähr, was damit anzufangen ist. А что нас Бог учит? Und was lehrt uns Gott überhaupt? Какую цену должна занимать надежда в нашей жизни вообще, если было бы правильно? Welchen Stellenwert überhaupt Hoffnung in unserem Leben überhaupt besitzen, wenn das überhaupt nach der Bibel richtig zu beurteilen ist? Вот если тебе за 10 нужна надежда, значит, ты говоришь, я за 10 тысяч куплю машину. Wenn du ein Auto brauchst unbedingt für 10.000 Euro, dann kriegst du es auch. Значит, у вас 100% надежда работает между тобой и Богом. Dann habt ihr eine 100% Hoffnung. Теперь мы все сидим как в сказке. Jetzt sind wir alle wie in so einem Märchen. Вот бы мне иметь такую надежду. Jetzt versuchen vielleicht alle daran zu hoffen und ich möchte so eine Hoffnung besitzen. А Бог ее хочет. Aber Gott will das ja auch. Он ее крупно назвал. Da hat sie auch genannt. Und ich habe zum ersten Mal vielleicht davon gehört. Vielleicht ist es heute so, wie David damals gesprochen hat. Gott hat einmal gesagt, aber ich habe etwas auch anderes gehört. Einmal gehört, aber doch nichts verstanden. Потом проходит момент, и ты говоришь, Господь, понял. Und nach einer gewissen Zeit erkennst du es an und sagst, ich hab's verstanden. Это значит, ты второй раз услыхал уже от Бога. Dann ist es bei uns angekommen. И вот так Бог хочет, чтобы мы вообще узнали, что у Него большую цену занимает слово надежда, или это чувство. Und somit sollen wir endlich erkennen, dass Hoffnung einen sehr großen Stellenwert bei Gott hat. И мы ее включили. Und wir haben sie endlich eingeschaltet. Чтобы у нас связь между мной и Богом заработала через эту штуку надежда. Damit diese Beziehung mit Gott anfängt endlich zu funktionieren durch diese Hoffnung. Что для нас жизнь вообще самое главное в первую очередь, конечно, как верующих? Was ist für uns eigentlich das Allerwichtigste für uns, für Christen? Это наше спасение, да? Das ist natürlich unsere Errettung. Но я не хочу для этого сегодня это говорить слово. Aber ich möchte heute nicht über dieses Thema reden. Мы же христиане-мечтатели. Wir sind doch Christen oft Träumer. Или мы не мечтатели.
Oder sind wir keine Träumer? Женя часто это слово тоже говорит, как он сказал Иосифу, то есть Иисусу Навину. Heute hat Eugen schon angesprochen, wie hat Jesus Навин gesagt? Муж. Ein Mann. Муж мечты, да, так сказал. А желание, желание. Unsere Wünsche. Муж желание. Это что? Надежда. Und das ist natürlich auch mit Hoffnung zu verbinden. Он желает что-то, aber недостижимо. Wenn der Mensch etwas wünscht, aber es doch nicht erreichen kann. И выходит, без надежды мы не можем жить правильное христианство, или? Und somit können wir ohne Hoffnung gar nicht leben. Я не могу быть тем христианином, который хочет меня видеть Бог. Und somit kann ich nicht dieser Christ sein, den Gott eigentlich sehen möchte. Или? Oder? Я хочу, чтобы слово «надежда» мы его второй раз услыхали. Как? Чтобы слово «надежда» второй раз услыхали. Und ich möchte, dass wir dieses Wort nochmal, Hoffnung, nochmal zum zweiten Mal vielleicht hören. Один раз сказал, дважды услыхали, а второй раз услыхали. Also, wo wir das erste Mal angesprochen haben und auch das zweite Mal doch endlich angekommen ist. Самое главное, я прочитаю тут, это наше спасение. Я прочитаю 8 глава. Римлян 24-25 стих. Ich möchte jetzt weiterhin lesen. Römer Kapitel 8, Vers 24 und 25. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чему ему и надеется. Но когда надеется того, чего не видит, тогда ожидает с терпением. Denn wir sind wohl selig, doch in der Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man es hoffen, dass man sieht? So wir aber des Hoffen, das wir nicht sehen, so warten wir sein durch Geduld. Итак, ты спасен, somit bist du errettet через надежду. Durch Hoffnung. Das спасение еще такой далекий путь. Bis zur Errettung ist noch ein langer Weg. И только через надежду ты достигаешь цели. Und somit kannst du dieses Ziel nur durch Hoffnung erreichen. Можешь уже сегодня сказать точно, 100% дойду до цели? Kann ich heute mit Sicherheit behaupten, ich werde dieses Ziel erreichen? Никто не может сказать 100, точно, да? Keiner kann das 100% behaupten. А через надежду что он может сказать? Und durch Hoffnung kann man was sagen? Дойду. Ich werde auf jeden Fall Ziel erreichen. Дойду. Auf jeden Fall ankommen. Смотрите, как Бог будет с нами работать без надежды. Und wie soll letztendlich Gott mit uns arbeiten ohne Hoffnung? И он говорит, какую цену она имеет. Und er sagt, welchen Wert wird Hoffnung hat. Я 100% знал, что я туда зайду. Wenn ich 100% sicher wäre, dass ich da hineinkomme in den Himmel. Тогда мне не надо надеяться. Somit brauche ich nicht mehr hoffen. Это не надежда уже. Das ist keine Hoffnung mehr. И он хочет, чтобы я надеялся. Und er will, dass ich einfach diese Hoffnung besitze. И в нашей жизни столько всего, где мы без надежды ничего не можем делать. Und somit haben wir viele Dinge im Leben, wo wir ohne Hoffnung einfach nichts erreichen können. Как я могу купить сейчас машину без надежды? Wie kann ich doch ein Auto bekommen, wo ich keins habe, ohne Hoffnung? Понимаете или нет? Könnt ihr das nachvollziehen? Я даже не буду никуда дергаться, буду сидеть и все просто. Ich werde gar nicht irgendwelche Sachen ausprobieren, ich werde einfach warten. Без надежды человек просто во всем сдастся. Ohne Hoffnung gibt der Mensch sich vollkommen auf. Он не способен больше бороться, добиваться, достигать. Der ist nicht in der Lage zu kämpfen, etwas zu erreichen oder etwas zu besiegen. Он только живет потому, что имеет, что видит. Der lebt nach den Dingen, was er sieht, quasi, der existiert einfach nur. Aber Gott, mir это вообще не устраивает. Und Gott, das befriedigt mich überhaupt nicht. Damit bin ich nicht einverstanden. Только то, что ты видишь. Leben nur danach, was du siehst. Я даже тебе спасение так не дам. Ich kann doch nicht mal diese Rettung dir geben, auf diese Weise. Я хочу, чтобы ты надеялся. Ich will, dass du einfach Hoffnung hast. Ich will, dass du делал самые такие необычные вещи. Dass du einfach irgendwelche übernatürliche Dinge auch machst. Понимаете или не понимаете работу Бога между нами? Könnt ihr dieses nachvollziehen, diese Arbeit mit Gott oder er mit uns?
Господь сделал нас всех мечтателями. Gott hat uns alle als gewisse Träumer erschaffen. И дай нам этот дар надежды. Und somit hat uns diese Gabe Hoffnung gegeben. Римлянам 5 глава, 1, 2 стих. Römer 5. Kapitel, 1, 2 und 5. Vers. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Nun, wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Его. Durch welchen wir auch den Zugang haben im Glauben zu dieser Gnade, darin wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Helligkeit, die Gott geben soll. И тут написано, через которого, это через Иисуса, но я честно об этом хочу говорить, мы получили доступ к той благодати. Somit haben wir Zugang bekommen zu der künftigen Herrlichkeit. В которой мы стоим, я тут уберу про слова, чтобы не мешали, надеждою. Sondern durch Hoffnung. Мы получили доступ к благодати. Wir haben Zugang durch Gnade bekommen. В которой стоим надеждою. Worin wir stehen, in der Hoffnung selber. Я имею благодать от Бога. Somit habe ich diese Gnade von Gott. Господь, мне машина нужна. Еще раз. Господь, мне машина нужна. Also, Herr, ich brauche ein Auto unbedingt. Денег у меня нету. Ich habe überhaupt kein Geld. Сынок, надейся. Mein Sohn, hoffe einfach. Доступ моей благодати от меня. Твоя надежда. Zugang zu diesem Reichtum ist deine Hoffnung. Ты хочешь, чтобы я тебе дал 10 тысяч и купил? Du brauchst dieses Geld unbedingt? Не получишь. Dann kriegst du es nicht. Ты надейся. Hoffe erstmal. Хочешь, чтобы иметь доступ к моей благодати? Ты ее имеешь. Надейся. Wenn du einfach Zugang zu der Gnade haben möchtest, dann hoffe. Другой путь нам Бог не дает. Es gibt keinen anderen Weg. Представляешь, что ты теряешь, если ты, у тебя нет этого качества надеяться. Stell dir mal vor, was du alles verlierst, wenn du einfach diese Eigenschaft Hoffnung nicht besitzt. Я понимаю, если бы я к благодати человека имел бы. Не понял. Если бы я имел бы благодати к человеку, который много может, допустим. Wenn ich jetzt eine Gnade hätte zu einem Menschen, der viel Hoffnung hat oder viel kann. Там бы, может, если он хороший друг, у меня надежда была бы на 100%. Wenn ich so einen Freund hätte, hätte ich selber eine sehr große Hoffnung. Он миллиардер, 10 тысяч даст мне как другу, как для него, как это. Natürlich, wenn dieser Mann so reich wäre, Milliardär, der hätte mir diese 10.000 Euro mit Leichtigkeit gegeben. Бог имеет больше, чем этот миллиардер. Und Gott ist viel reicher als irgendwelche reichen Menschen auf der Erde. Господь, не понимаю, почему тут надежда работает у меня, а тебе не работает? Herr, ich verstehe nicht, warum hier funktioniert diese Hoffnung, aber dir gegenüber funktioniert sie doch nicht. Ты мне говоришь, что я имею доступ к твоей благодати, а у меня не работает. Du sagst, dass ich Zugang durch Gnade einfach habe, aber das funktioniert irgendwie nicht. Поймали мы себя или не поймали? Habt ihr euch irgendwie doch festgestellt, wo ihr seid? Знаете, мы всегда читаем «Вера, надежда, любовь». Wir lesen oft Hoffnung, Liebe und Glaube. Господь, вера, слышу. Gnade, Glaube habe ich. Господь, любовь, слышу. Liebe höre ich auch, habe ich auch. Надежды ни разу не слыхал. Und Hoffnung habe ich nie was von gehört. Что это такое? Was ist das überhaupt? С чем его едят? Womit kann man das essen? Ничего начать не могу с этим, Господь. Оставлю пока. Ich kann damit nichts mit anfangen. Behalte es erstmal. И всю жизнь оставляю. Und Leben lang schieben was beiseite. Не знаю, что это такое. Und was ist das eigentlich? Не знаю, что это такое. Also ich weiß nicht, was das ist. Как, сынок, дочка, ты не знаешь? Wie weißt du es nicht? Это же доступ к моей благодати. Das ist doch Zugang zu meiner Gnade. О, Господи, это для особых верующих, как для Йогана, наверное. Das ist für, wahrscheinlich für ganz besondere gläubige Menschen. Вот бы мне так мечтать. Wenn ich doch diese Hoffnung selber besitzen könnte. Нет, это для тебя. Nein, das ist auch für dich persönlich. Все можем мечтать. Alle sollen träumen. И дверь открывается через эту, вот эту, не знаю, как ее назвать, чувство или ощущение, не знаю, вера, keine Ahnung.
Но через вот эту надежду открывается эта дверь. Und durch diese Hoffnung wird einfach diese Tür geöffnet. Потому что Бог нам четко и ясно сказал: в Иисусе мы его дети. Gott hat genau gesagt, dass wir sind seine Kinder. В Иисусе Христе, да? In Jesus Christus. Но чтобы благодатью пользоваться. Und damit wir wirklich das gebrauchen können durch Gnade. Это невидимая надежда. Ты не видишь еще. Das ist durch diese unsichtbare Hoffnung. Ты только тут вот это чувство имеешь. Могу иметь, а могу и не иметь. Das ist einfach in dir drin. Du kannst dich einfach entscheiden. Kannst es hoffen, quasi das besitzen oder nicht. Это надежда. Und das ist Hoffnung. Могу иметь, а могу не иметь. Ich kann sie besitzen oder ich kann sie einfach abstoßen. Изберу путь этот или не изберу. Kann ich das doch den Weg erwählen oder nicht? Мне надо уверенный путь, Господь. Ich brauche aber diesen sicheren Weg, Herr. Уверенный дам, это не вера, это не надежда. Не понял, еще не услышал. Уверенный путь не дам, это не надежда. Keinen unsicheren Weg gebe ich dir nicht, denn das ist keine Hoffnung. Я тебе дам не уверенный путь, надежда называется. Ich werde dir sondern einen unsicheren Weg geben, so, und das ist mit Hoffnung zu verbinden. Знаете, как Богу трудно нам привить эту штуку. Wisst ihr, wie schwer das doch ist, in uns diese Hoffnung mit Gott, sage ich mal, hervorzuheben. Бог хочет ее нам как-то дать. Und Gott will sie uns geben. И именно через нее. Und genau durch diese Hoffnung. Нас благословлять. Will uns Gott segnen. Я прочитаю в Римлянах 5 глава. Мы только что там читали. Теперь дальше. 3, 4 и 5 стих. Ich möchte jetzt weiter in diesem Kapitel bleiben, 5. Kapitel, 3. und 4. Vers. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, dieweil wir wissen, dass Trübsal Geduld bringt. Geduld aber bringt Erfahrung, Erfahrung aber bringt Hoffnung. Кстати, путь к надежде непростой. Der Weg eigentlich zu der Hoffnung selber ist kein einfacher Weg. Не только этим хвалимся скорбями. Sondern auch durch Trübsale. Вот Бог говорит, ты хочешь машину? Gott sagt, du willst, okay, du willst ein Auto besitzen. Ну попробуй-ка на велосипеде. Ну versuch mal erstmal vielleicht mit einem Fahrrad. Нравится? Hast du gefallen daran? Ну, смотря какое расстояние, может и нравится, а может и не нравится. Господь не везде нравится. Kommt drauf an, welche Entfernung. Also, wenn das zu lang entfernt ist, dann natürlich weniger. Ну как, на велосипеде будешь ездить или надеяться? Wirst du doch mit dem Fahrrad zufrieden sein oder wirst du weiterhin hoffen? А, ну если тебе сейчас сразу дам, тогда ты это надеяться не будешь. Ты будешь говорить, а, Бог он, добро он дает. Und wenn ich dir doch alle Wünsche sofort erfülle, dann wirst du eh diese Hoffnung nicht mehr in dir tragen. И тут написано, скорбями знает, что от скорби происходит терпение. Und wir wissen, dass durch Trübsale wir gehen müssen und durch Trübsal bekommen wir Geduld. Вот ты бы сейчас хотел машину, а я тебе еще сейчас не буду давать, я посмотрю, что с твоей надеждой произойдет. Du willst es sofort haben, aber ich möchte erstmal abwarten, mal gucken, was mit deiner Hoffnung passiert. Господь, я же в тебя верю, надеюсь, уже месяц прошел. Herr, ich hoffe doch an dich, ich bin einen ganzen Monat vergangen, ich glaube doch an dich. А я хочу проверить, какое у тебя терпение. Aber ich möchte doch prüfen, was für eine Geduld du doch hast. Насколько тебе терпения для надежды хватит? Wie viel Geduld du besitzen wirst, um Hoffnung zu bekommen? На 2 месяца, на 3 месяца? Reicht das 2-3 Monate vielleicht? Там Бог говорит, вижу, что не сдаешься, как Иов. Und dann sagt Gott, ich sehe, dass du einfach nicht aufgibst, wie Hiob. Okay, тогда открывай мою дверь моей благодати. На тебе машину. Okay, ich öffne diese Tür der Gnade, somit bekommst du, was du möchtest, dieses Auto. Так же тут написано, да? Или кто-то не заметил? Es steht da genauso geschrieben, aber ich habe das nicht gemerkt. Что от скорби происходит терпение, а от терпения опытность, от опытности надежда. Dass durch Geduld aber bringt Erfahrung, Erfahrung aber bringt Hoffnung. И если я
в этом чувстве, которое Бог учредит, надежда, не сдался, und wenn ich einfach nicht aufgegeben bin, aufgegeben habe, Бог дает мне терпеть, а я не сдаюсь. Бог дает мне терпеть, а я не сдаюсь. Also Gott gibt mir weiterhin, dass ich geduldig sein muss und Бог ich bin es doch nicht. Тянет время, а я не сдаюсь. Нет, Господь, ты сказал, я знаю, что твое слово не проходит. Und Gott versucht weiterhin diese Zeit auseinanderzuziehen. И потом Бог вдруг раз пришел момент и благословил. Und danach kommt er auf einmal und segnet mich. И у меня опыт появляется в надежде. Und somit habe ich schon Erfahrung in der Hoffnung. О, Господь, какой она вес имеет важно в моей жизни. Und somit erfahre ich, was für einen doch großen Stellenwert Hoffnung in meinem Leben hat. Посмотри, Господь, я никогда не пользовался этой штукой надежда. Какая она классная штука. Ich habe noch nie diese Hoffnung so gebraucht, denn das ist wirklich sehr groß und sehr stark in meinem Leben. Господь, я хочу, чтобы она в моей жизни вес приобрела, эта вещь. Und ich möchte, dass diese Hoffnung jetzt in meinem Leben doch sehr hohen Stellenwert hat. Ты хочешь... Господь, чтобы я на тебя видел, смотрел, не видел и все равно верил. Du willst, dass ich an dich glaube, obwohl ich dich nicht sehe und trotzdem hoffe. И эта штука называется надежда. Und diese Sachen kann man als Hoffnung bezeichnen. И таким образом Бог говорит, мою благодать вы достигаете. Und somit sagt Gott, dass ihr dadurch meine Gnade auch erreicht. Дает нам Бог откровение или нет? Gibt uns Gott jetzt gewisse Offenbarungen? Да? У нас часто бывает такую простую вещь в жизни. Выпустим. Es ist manchmal so, dass wir eine Kleinigkeit einfach auslassen in unserem Leben. А теряем столько много. Und verlieren doch sehr, sehr viel dadurch. И пятый теперь стих. Und der fünfte Vers jetzt. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши, Духа Святым данным нам. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. А надежда не постыжает. Und die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Wir видели, к надежде какой был путь. Мы проходили, читали, третий, четвертый стих, да? Wisst ihr, was für einen langen Weg wir zur Hoffnung durchbahnen müssen? Habt ihr gelesen, dritter, vierter Vers? И когда я приобрел эту штуку, Und wenn ich diese Hoffnung erlangt habe, Надежда. Hoffnung, Надежда. Hoffnung, у меня ничего нету в жизни, Господь, ничего, кроме одной штуки осталось, только надежда еще осталась. Und ich habe im Leben nichts mehr übrig als nur Hoffnung an Gott. Больше ничего нету. Ich habe sonst nichts. И Бог говорит, ты не будешь постыжен, я исполню. Und du wirst nicht zu Schanden werden, denn ich werde es erfüllen. Доберешься до моей кладовой. Du wirst es bis zu meinem Himmelreich schaffen. Да. И твое сердце будет еще больше и больше исполняться любовью. Und dein Herz wird sich weiter öffnen und erfüllt werden mit Liebe. Наши отношения, они будут приобретать правильное отношение. Unsere Beziehung wird dann richtigen Status erlangen. Никогда не подумал, что Бог может нас так учить. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass uns Gott so gelehrt hat. Я бы хотел, чтобы ты, Боже, как... кулаком по столу. Ich habe doch immer so gewollt, dass der Herr mit der Faust so einfach auf den Tisch schlägt und einfach alles macht. Чтобы сразу все фараоны знали, что дело имеют с Богом. Dass sofort alle wissen, dass sie mit dem Gott zu tun haben. А Бог, оказывается, не такой путь нам избрал. Aber Gott hat für uns einen ganz anderen Weg ausgedacht. Ничего нету, кроме надежды. Dass wir am Ende nichts mehr besitzen außer Hoffnung. Ничего, кроме einfach gar nichts. Одной надежды. Außer eine einzige Sache, diese Hoffnung an ihn. Вы представляете, то, что у нас ничто, Бог хочет превратить в 100%. Stellt euch vor, dass es gewisses etwas nichts ist, der will aus dieses Nichts etwas Großartiges machen. 100% твоих делать из По отношению с Богом, да, вот это, что у нас было ничто, что у нас было ноль. Ты will aus diesem Nichts hundertprozentiges etwas Gutes schaffen. Он хочет все 100% сделать между мной и им. Er will, dass das zu 100% wird, diese Beziehung. А мы никогда не замечали это слово. Aber wir haben noch nie so viel Wert auf dieses Wort Hoffnung gelegt. Теперь я прочитаю Евреям, 6 глава, 17-18 стих. Und jetzt möchte ich Hebräer lesen, 6. Kapitel, 17. und 18. Vers.
Поэтому и Бог, желая преимуществе показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впоследствии клятву. So hat Gott, da wollte den Erben der Verheißung überschwänglich beweisen, dass sein Rat nicht wankte, einen Eid dazu getan. Я так плохо выговорил, я хочу обратить внимание. Желая преимуществе показать наследникам обетования. Nochmal beweisen, dass sein Rat nicht wankte, einen Eid dazu getan. И теперь 18. Дабы в двух непреложных вещах, которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. Auf das wir durch zwei Stücke, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, einen starken Trost hätten, die wir Zuflucht haben und halten an der angebotenen Hoffnung. Я тут не сказал 19 стих, оказывается, еще 19 стих. Und ich möchte den 19. Vers dazu lesen. Который для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшую завесу. Welche wir haben als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der auch hineingeht in das Inwendige des Vorhangs. Теперь одна мысль, потому что очень сложно написано, я просто вырву. Показать наследникам обетования. Noch ein Gedanke, das ist ein bisschen kompliziert geschrieben, somit zeigen das Erbe den Verheißenen. Да, мы наследники обетования, обещания, мы наследники обетования, нам показать. Wir sind quasi diese Erben und will uns das offenbaren. Теперь 18 стих. Прибегший клятся за предлежащую надежду. Nochmal der 18. Vers, die wir Zuflucht haben und halten an der angebotenen Hoffnung. Он прибег к чему? Бог прибегает к тому или пришел к тому, чтобы взяться за предлежащую надежду. Quasi, damit wir diesen Anker haben und diese Hoffnung an ihn festhalten. Да. Мы люди обещания Бога. Wir Menschen versuchen an Gott wir sind seine wir sind seine Verheißung. Ja, Verheißung. Мы должны взяться за предлежащую надежду. Предлежащую, вы должны взяться за предлежащую. Перед нами лежит надежда. So, мы sollen wir an diese Hoffnung, die vor uns liegt, einfach an die diese Verheißung festhalten. Перед нами нету что-то уже точное, что я знаю, а перед нами надежда. Wir haben nicht etwas vor uns, was hundertprozentig sichtbar oder verständlich ist, sondern wir haben eine Hoffnung, die vor uns liegt. И за что мы должны взяться? Мы должны взяться за надежду, тут написано. Und woran wir uns festklammern sollen an diese Hoffnung. Я, может, взялся за мои дела хорошие, которые перед Богом делаю. Vielleicht halte ich mich an meinen guten Taten, die ich vor Gott mache. Я, может, взялся за то, что я уже дитё Божие просто. Vielleicht halte ich mich daran fest, dass ich schon ein Kind Gottes bin. И всё происходит автоматически. Und alles passiert einfach selbstverständlich, natürlich, automatisch. Но Бог тут говорит, перед нами лежит надежда. Aber Gott sagt, vor euch liegt diese Hoffnung. Путь перед нами, который мы должны идти, надежда. Dieser Weg, den ihr zu gehen habt, das ist diese Hoffnung. И насколько же эта надежда должна мне занимать процентов моей жизни? Und welchen Stellen, wie viel Prozent soll einfach diese Hoffnung mein Leben ausfüllen? Должен я в этой надежде теперь видеть конец на 0%? На 10%, на 50 или на 100. Soll ich einfach diesen Erfolg sehen zu 0, 10, 20 oder 100%? И 19 стих говорит, говорит о душе, о надежде. Еще раз. Надежда, которую я бы мог заменить, надежда, я заменю надежду, слово которое. Надежда для души есть как бы якорь безопасный, крепкий и входит во внутреннейшее завесу. Und diese Hoffnung, welche wir haben als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der auch hineingeht in das Inwendige des Vorhangs, in uns selber. Теперь я хочу очень-очень, чтобы каждый обратил внимание.
Und jetzt möchte ich, dass jeder die ganze Aufmerksamkeit lenkt. Может 19 стих. Der 19. Vers bitte nochmal. Не идет. Шаде. Geht nicht. Шаде. Надежда для души есть как бы якорь. Denn die Hoffnung ist für die Seele eine Art Anker. Вот если корабль кидает якорь. Wenn ein Schiff diesen Anker absetzt, идут страшные ураганы. Und wenn gewisse Stürme entstehen. Что это для всех людей, эти, которые находятся в корабле? Was geschieht mit diesen Menschen, die sich auf diesem Schiff befinden? Они думают, интересно, удержит нас, чтобы штурм не сорвался с места якоря, этот корабль, и не удержит этот якорь. Die machen sich große Gedanken, wird dieser Anker überhaupt das aushalten können oder nicht? Если этот якорь не удержит этот штурм, наш корабль разобьет об скалы, и мы все умрем. Wenn dieser Anker das doch nicht aushalten kann, wissen wir ganz genau, dass dieses Schiff einfach hinausgetrieben kann ins offene Meer. Надежда. Ты не видишь еще конца, что будет с тобой. Hoffnung ist etwas, was du nicht eindeutig erkennen und sehen kannst vor ты dir. Ты не знаешь, получишь ты или не получишь. Du weißt nicht, ob du es bekommst oder nicht. И Бог хочет тебе иметь этого чувства. Ты не знаешь. Одна только надежда, Господь, но ты не оставишь. Und Gott will genau dieses Gefühl hervorheben. Du bist nicht sicher, aber du musst trotzdem hoffen. Богом запланировано это чувство в тебе. Gott hat so geplant, dass du dieses Gefühl hast. Чтобы у тебя ничего не было. Штурм твоей жизни. Dass wirklich gewisse Stürme in deinem Leben entstehen. Ты только надежда, Господь, я надеюсь, ты не оставишь меня. Und du nichts anderes einfach besitzen sollst als nur diese Hoffnung an Gott. Как якорь. Wie eine Art Anker. Для кого? Для души. Für wen? Für deine Seele. Да? Теперь дальше слово какое стоит? Безопасный и крепкий. Und was dahin weiter steht, was einfach sicher ist und fest ist. И Бог говорит, не сомневайся в надежде твоей. Und Gott sagt, hab einfach keine Zweifel an deiner Hoffnung. Не сомневайся в надежде твоей ко мне. Zweifle nicht an deiner Hoffnung zu mir. Хотя это как якорь всего лишь, но он надежный и крепкий. Auch wenn das als dieser Anker zu bezeichnen, der muss fest und stark sein. И дальше. И вводит во внутреннейшее за завесу. Und hineingeht in das Inwendige des Vorhangs. Что это означает внутренний за завесу? Вы знаете, что это такое? Wisst ihr, was das überhaupt bedeutet? Это имеется в виду со Старого Завета, где стоял ковчег, где была встреча с Богом. Das ist noch vom Alten Testament gemeint, wo die ganze Bundeslade stand, и die вот ganzen это, Gesetze Gottes. И Бог хочет сказать, вот эта надежда твоя, она тебя вводит к Богу. Und will, dass diese Hoffnung dich einfach zu Gott persönlich führt. Твоя надежда, вот эта надежда, она тебя вела к Богу. Und dass genau diese Hoffnung dich genau geradeaus zu Gott führt. Ты можешь в своей жизни думать, Господь, а у меня больше ничего нет, кроме надежды. Und du kannst vielleicht sagen, ich habe doch eigentlich nichts mehr, außer eine einzige Sache, Hoffnung. Это же нуль. Откуда я знаю, что ты меня услышишь и ответишь мне? Das ist doch eigentlich nicht viel. Woher weiß ich, dass du überhaupt mich erhörst? Да, надежда – это как нуль в нашей жизни для всех людей. Hoffnung ist manchmal wie eine Null zu vergleichen. Но у тебя, он говорит, это вход ко мне. Aber genau das ist der Zugang zu mir. Да? Вход ко мне. Вы представляете, Бог говорит, вот она надежда, это вход ко мне. Und Gott sagt, genau diese Hoffnung ist der Zugang zu mir selber. А если ты ко мне пришел, und wenn du zu mir gekommen bist, ты не уйдешь, du wirst nicht von mir weggehen, пустыми руками, mit leeren Händen, ты мне не безразличен, du bist mir nicht gleichgültig, я защищу тебя, как должно. Ich werde dich beschützen, so wie es sein soll. Приобретает значение надежда в вашей жизни? Nimm vielleicht Hoffnung etwas größeren Stellenwert in unserem Leben jetzt ein? Бог хочет, не хочет, чтобы у тебя была твердая почва под ногами. Gott will nicht, dass du immer diesen sicheren, festen Stand unter deinen Füßen hast. Он хочет, чтобы у тебя под ногами вода была. Der will, dass du unter deinen Füßen einfach nur Wasser hast. Чтобы ты стоять не мог на ней. Dass du nicht mehr geradeaus stehen kannst. А жил через одну надежду к нему. Und leben würdest nur allein durch diese Hoffnung zu ihm. Он не хочет, чтобы ты по твердому пути прошел, и у тебя никакой веры нет. Der will nicht, dass du einfach durch den festen Untergrund gehst und gar keine Hoffnung mehr an ihn hast. Чтобы надежда тебя связала с Богом. Und will, dass nur diese Hoffnung allein dich mit Gott verbindet. Поняли, да? Versteht ihr ein bisschen mehr? Oh, я так бы хотел, чтобы это
надежда эта в нас выросла и приобрела свое значение. Ich möchte auch so sehr, dass dieses, diese Eigenschaft Hoffnung wirklich in uns aufgeht. И я теперь закончу двумя местами. В основном их только, наверное, прочитаю и говорить много не буду. Исайя 40, 27-31. Ich möchte jetzt noch zum Schluss zwei Stellen lesen aus Jesaja Kapitel 40, Vers 27 und 31. Вы эти стихи знаете, мы их часто произносим, эти стихи. Diese Bibelstellen sind schon ziemlich gut bekannt. 27 по 31 стих. Как же говоришь ты? Иаков, и высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen, und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь, Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не измогает, разум его не исследим. Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich. Он даст утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. Die Knaben werden müde und matt, und die Jünglinge fallen. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, подымут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. И тут три вещи такие грубые. Und hier sind genau drei Dinge aufgezählt. Как это ты говоришь, что Бог ничего не знает о тебе? Wie kannst du überhaupt behaupten, dass Gott von dir überhaupt nichts weiß? Вина нет, Бог о тебе не знает, а надежды у тебя нету. Die Schuld ist nicht bei Gott, dass er dich nicht kennt. Problem ist, dass du einfach keine Hoffnung hast. Когда надежды нету, wenn man keine Hoffnung besitzt, и у тебя никакого выхода из твоего положения, und du hast gar keinen Ausweg aus deiner Lage, и говорит, и молодые сокрушаются. Selbst die jungen Menschen kommen zu Fall. Сила их на им не поможет. Und deren Kraft kann ihnen nicht helfen. Но когда у тебя есть надежда, aber wenn du Hoffnung besitzt, и если ты стар и слаб, und wenn du auch alt und müde bist, Бог даст то, что тебе нужно. Und Gott gibt dir genau das, was du brauchst. Видно в этих словах эти мысли, да? Versteht ihr, seht ihr das in diesen Worten? И тут этот Ветхий Завет говорит, что у тебя надежды на 0%. Und Gott sagt, dass deine Hoffnung fast zu 0% erlangt ist. В этом проблема твоя, что ты ко мне не можешь зайти. Und genau das ist Problem, was du hast. Deswegen kannst du nicht zu mir kommen. Чтоб ко мне зайти, нужна надежда. Und damit du zu mir kommen kannst, du brauchst diese Hoffnung. Этот путь ко мне. Genau, das ist der Weg zu mir. И чтобы мне, как Богу, выровнять все твои проблемы. Und damit du diese ganzen Probleme einfach zur Seite ablegen kannst. И теперь, как сегодня Алексей свидетельствовал, фараоны. Und so wie heute Алексей Zeugnis abgegeben hat über Pharaon. Я прочитаю подобно этому месту одно место. Я не буду вникать в него. Ich werde noch eine ähnliche Stelle lesen. Да? Тут 49 глава. Auch in Jesaja Kapitel 49. И стих с 22 по 26. Ab dem Vers 22 bis 26. И тут просто Библия говорит, как люди сокрушаться, кто бы они ни были, перед тем, кто надеется на Бога. Wie die Menschen doch zusammenbrechen vor Gott, die auf den Herrn hoffen. Чтобы глубже вникнуть, можете дома почитать каждый стих сами. Um das noch besser nachvollziehen zu können, bitte lies das noch zu Hause. А я только прочитаю. Und ich werde einfach nur schnell lesen. Так говорит Господь Бог. Вот, я подниму руку мою и к народам, и выставлю знамя мое племенам, и принесут сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах.
So spricht der Herr: Herr, sieh, ich will meine Hand zu den Heiden aufheben und zu den Völkern meine Panier aufwerfen. So werden sie deine Söhne in den Armen herzubringen und deine Töchter auf den Achseln hertragen. И будут цари питателями твоими, и царицы их кормильцами твоими. Лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих, и узнаешь, что я Господь, что надеющийся на меня не постыдится. Und Könige sollen deine Pfleger und ihre Fürstinnen deine Säugemann sein. Sie werden vor dir niederfallen zur Erde aufs Angesicht und deine Füße Staub lecken. Da wirst du erfahren, dass ich der Herr bin, an welchen nicht zu schanden werden, die auf mich harren. Может ли быть отнята у сильного добыча, и могут ли быть отняты у победителя взятые в плен? Kann man auch einem Riesen den Raub nehmen, oder kann man dem Gerechten seine Gefangenen losmachen? Да, так говорит Господь, и плененные сильным будут отняты, и добыча тирана будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими, и сильных, и сыновей твоих я спасу. Denn so spricht der Herr: Nun sollen die Gefangenen dem Riesen genommen werden und der Raub des Starken loswerden. Und ich will mit deinen Hadern und deinen Kindern helfen. И притеснителей твоих, накормлю собственной плотью, и они будут упоены кровью своею, как молодым вином. И всякая плоть узнает, что я Господь, Спаситель твой и Искупитель твой, сильный Яковлев. Und ich will deine Schinder speisen mit ihrem eigenen Fleisch, und sie sollen von ihrem eigenen Blut wie von süßem Wein trunken werden. Und alles Fleisch soll erfahren, dass ich bin der Herr, dein Heiland und dein Erlöser, der Mächtige in Jakob. Что я Господь, что надеюсь на меня, не постыдится, говорит Господь. Dass ich der Herr und denke, der auf mich hofft, der wird nicht zu Schanden werden. И тут описывается ситуация, безвыходная ситуация, да? Hier wird eine Situation, die einfach keinen Ausweg mehr hat. Но Бог тут дает надежду. Если ты на меня надеешься, ни разницы нету, кто за этой проблемой стоит. Aber Gott gibt hier einen Ausweg. Wenn du Hoffnung auf mich hast, egal welche Lage du bist, du hast immer einen Ausweg. Без разницы, как велика твоя проблема. Unabhängig davon, wie groß doch dein Problem ist. Все увидят в твоей жизни, что я Господь. Und alle werden am Ende erkennen, dass ich dein Herr bin. Но через что закончим? Aber wodurch kann man das erreichen? Надеющийся на меня. Путь туда надежда. Nur durch den Weg der Hoffnung an mich. Надежда, ты видишь, как тусклое слово. Ты не видишь цели. So als wenn du dieses Ziel nicht klar erkennen kannst. Ты видишь только гадательно. Du kannst das nur leicht erraten. Но Бог через вот эту надежду на Него дает тебе 100% гарантию. Aber genau durch diese Hoffnung schenkt Gott dir diese 100%ige Garantie, dass du das erlangen kannst. Теперь да благословит нас Господь, чтобы никогда больше так не относились к надежде, как по сегодняшний день. Gott möge uns segnen, dass wir niemals so schlecht uns verhalten gegenüber der Hoffnung. Но чтобы надежда в нас обрела такую ценность, как и вера, как и любовь. Dass Hoffnung genau diesen gleichen Stellenwert hat wie Liebe und Glaube. Бог дает ответ нам. Gott gibt uns genau diese Antwort. Не уверенный, а в надежде. Nicht einfach Selbstsicherheit, sondern in der Hoffnung. Пусть нас Господь еще всех благословит. Аминь. Gott möge uns alle segnen. Аминь.